Yes! Warum ich das sage? Nun ja. Komischerweise steht hier ein Rebell. Und da noch einer. Und da... Und dann noch ein befreiter Sklave. Dann noch ein Rebell. Noch ein Rebell. Ah! Was ist hier nur los? Wenn er so weitermacht, wird das nie naja, ich kann es euch sagen. Mir ist die Festplatte vollgelaufen. Ich habe nichts davon mitgekriegt. Habe jetzt die ersten paar Folgen durchgerendert. Upsala, nein, ich möchte mich nicht teleportieren. Habe jetzt die ersten paar Folgen durchgerendert. Beziehungsweise die ersten beiden. Also paar groß nein, ach Gott, ich bin noch jetzt noch von einem anderen Spiel drin. Beziehungsweise habe dann einfach geguckt, ja gut, passt das, passt. Und da ich so viele Videos da drauf hatte, ist die Festplatte voll überladen gewesen. Und komischerweise fehlen mir jetzt diverse Folgen. Hallo, du Viech, wo kommst du denn her? Aua, scheiß Scavenger. Ich bin gerade deprimiert, du darfst mich nicht stören. Naja, und deswegen fehlt jetzt ein ordentlicher Abschnitt. Aber ich habe mir gedacht, nee, sonst mache ich das so, dass ich immer und immer wieder das gleiche spiele. Also halt einfach nochmal von vorne anfangen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich war. Aber da müsste ich auch... Lass mich endlich in Ruhe, du Arsch. Da müsste ich auch wirklich genau alles gleich machen und sonst was. Und es ist nie das gleiche hier in diesem Spiel. Also wenn man in diese Truhe guckt, wird da immer was Unterschiedliches sein. Egal halt, wie oft man lädt und sonst was. Das ist auch eine Taktik irgendwie, falls einem das nicht gefällt, was in der Truhe ist. Einfach immer wieder laden, bis da was halbwegs Erträgliches drin ist. Und deswegen habe ich gedacht, nee, bevor ihr euch dann beschwert, ja, du hast doch dann irgendwann das und das aufgesammelt und dann benutzt es doch einfach. Dann habe ich gedacht, nee, lasse ich das und mache ich lieber hier weiter. Ja, habe jetzt auch ein bisschen hier an der Grafikeinstellung rumgefummelt. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ihr habt nicht viel verpasst. Beziehungsweise ihr habt schon viel verpasst, aber ich habe noch nicht alle Aufträge von Redoc, also diesem kleinen Lager hier, angenommen. Muss mal kurz gucken, habe ich überhaupt die Teleportstände dazu? Ja. Ich war noch nicht bei der ersten Ork-Stadt, ich habe noch keinen einzigen Ork, abgesehen von denen in Aldea, getötet. Und ja, hallo Brandon. Was gibst du mir denn, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel. Das sagen sie alle. Aber wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Das ist doch wohl ein Witz. Naja. Ich erledige die Wildschweine. Wo sind sie? Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten in den Wald. Verstehe. 30 Goldmünzen habe ich ja sogar noch mehr. Hallo, Gedford. Die Orks wissen nichts hiervon. Wird Zeit, dass ich den davon mal unterrichte. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager. Wenn die Orks wüssten, dass wir uns keine... Bleib hier, du Arsch. Moment, jetzt gibt's erstmal richtig fett aus dem Maul. Ich rede mit dir. Erzähl mir doch mehr über euch. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana. Ich bin auch frei. Die gegen die Orks kämpfen. Achso, ja. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind denn diese Ork-Patrouillen? Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kapdun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern... Oh, Entschuldigung. Rechte Maustaste, ich liebe es. Ja gut, dann kümmere ich mich mal drum. Das überspringe ich jetzt einfach. Was? Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Beim nächsten Mal mache ich das. Darum kümmere ich mich später. Was hast du denn so Schönes? Bauernkleidung für 300 Gold, Lederkluft für 1000 Gold und eine leichte Rebellenrüstung für 5000 Gold. Das ist mir alles zu teuer. Ich verkaufe erstmal ein bisschen Scheiße. Werde ich hier eh alles nicht gebrauchen, obwohl den Kampfstab eventuell schon. Ich überlege, hat er mal 50 Schaden und so ein... Ja gut, muss ich das erstmal verkaufen. Ring der Ausdauer lege ich gleich nochmal ein bisschen an. Davon habe ich die Rune mittlerweile. Also weiß ich nicht, die Rune, die gibt es ja nicht mehr. Was kannst du noch so haben? Na egal, reicht schon. Goldausgleich und tauschen. Wie viel Schaden macht so ein der Ork schlechter, den ich habe? 50. Na, dann behalte ich den erstmal noch und guck, bis ich einen besseren Stab finde. So, dann würde ich sagen, es wird Nacht. Nee, ich würde sagen, gucken wir mal, was denn so die untere Ork-Patrouille macht. Und bevor jetzt irgendwelche Missverständnisse auftreten, ich mache das, beziehungsweise die Mission, nur damit ich ein bisschen mehr Erfahrung kriege und mich so besser hochleveln kann zu einem bösen Magier, Schwarzmagier, Blutmagier, alles, was ich finde.
Und ja, da dachte ich mir, guck ich mal. Irgendwas finde ich schon. Wenn es nicht anders geht. Naja, da ist es halt so. Hup, ich bin voll. Hallo, Ork-Patrouille. Guten Tag. Mach dich nützlich. Für wen? Für euch oder für die Rebellen? Ah, wer bist du denn, mein Freund? Toporg. Was suchst du hier, Mora? Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast, denn sonst gehörst du jetzt mir. Okay, ich möchte dich zum Zweikampf fordern. Ich bin gekommen, um dich zum Zweikampf zu fordern. Ganz schön anmaßend von dir, kleiner Mann. Aber wie du willst, du sollst deinen Kampf haben. Niemand komm her, mein Freund. Besiegt mich, Mora. Ja, niemand besiegt mich. Und nenn mich nicht immer Mora. Na, mein Freund. Du willst was aus dem Maul haben? Und wenn du ein Ork bist, kannst du dir nicht alles erlauben. Zack. Und voll auf die Fresse. Wollen wir, dass deine Sterben niederringt? Alter, lass mich in Ruhe, ich möchte dich abstechen. Alter. Bam. Stärke plus 1, das bringt mir aber relativ wenig, das brauche ich auch gar nicht. Was hast du so bei dir? Ein bisschen Kohle. Truhe. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich hier mal rangehe. Ausdauertrank, ach Gott. Und ein paar Waffenbündel. Na na na. Mal sehen, wenn er wieder aufwacht. Danke. So. Sieht doch bestimmt gut aus. Ja, das passt gut. So ein Thronmächtig habe ich auch mal bei mir zu Hause. Darauf sitze ich gerade, wenn ich spiele. So, mein Freund. Alter, Torpok, wo läufst du hin? Ich möchte mit dir reden. Du hast dich gut geschlagen. Ich habe dich geschlagen. Was soll dein Preisgeld sein für den gewonnenen Kampf? Ich will Gold. Ich will Gold. Sollst du haben? Hier hast du dein Gold. Und jetzt geh, ich hab zu tun. Ist leicht angepisst, kann das sein? So, den hätte ich auch nehmen können, den Typen, aber den brauche ich doch nicht. Darum kümmere ich mich später. Ich will ja Redock nicht unnötig verstärken. Da hinten ist hier eine kleine Hütte. Mal sehen, was da so los ist. Und es hakt schon wieder. Gothic, stell dich nicht so an. Da hauen gerade ein paar Wölfe auf den armen Scavenger ein. Ein paar hungrige Wölfe. Naja, lass ich die erstmal kämpfen. Dann gucke ich dem Typen hier zu, was der so Schönes macht. Hep. Hallo. Reisende sind selten geworden. Musik ist ja mal ein bisschen leiser. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Welches Dorf? Welches Dorf? Also doch verlaufen. Wenn du auf dem Weg weiter Richtung Küste folgst, also kommst du nach Kap Dun. Und was gibt es dort? Das, was es heutzutage überall gibt. Perfekt. Orks und Söldner. Wenn du Glück hast, findest du dort vielleicht Arbeit. Was machst du denn hier? Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Jagd Wild. Wölfe. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfälle. Kannst du mir das beibringen? Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfälle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Kap Dun haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Meinetwegen. Zeig mir mal deine Ware, Jens. Zeig mir deine Ware. Hirschgeweih. Klar, das kann ich auch super gebrauchen. Ich habe nichts mehr zum Verkaufen. Außer diesem Ding. Du bist mir nicht mehr von Nutzen. Schön in den Rücken gefallen. Ist mich zu schwach. Komm her. Komm her, mein Freund. Komm her, Arschloch. Scheiße, wieso warst du denn schneller? Stirb. So, hier bringe ich schon noch deine Fälle, mein Freund. Aber was... Oho. Nicht schlecht. Ein Wert von 18.500. Nicht schlecht, Herr Specht. Und dazu noch ein paar Truhen hier drin. So muss es doch sein. Bisschen Rohstahl. Eine Truhe. Verdammt, ich habe vergessen, die Ringe anzulegen. Das mache ich gleich. Noch eine Truhe. Was hat der hier eigentlich als Jäger alles hier drin? Beim nächsten Mal kommst du nicht. Na, glaube ich schon. Gute Nacht. Geiler Morgen. Echt geiler Morgen. Moin. Man sieht ja überhaupt nichts hier. Was ist denn das nur für ein Wetter?
schlimmer noch als in Großbritannien. Okay. Na? Schuss du schön, mein Freund? Zack. Zack.